Shalom Aleichem, Sefer Shmirat HaLashon, bewahre deine Zunge, damit sollst du lang leben. Heute 29. Elul, letzter Tag von Tovshin Pei Gimel und morgen ist schon Rosh Hashanah, neues Jahr. Unser zweiter Kreis kommt zu Ende. Shkoyach an unseren Freund Joshua Friedman, dass er das unterstützt. Wenn jemand will, dass für nächstes Jahr wieder, bin ich offen, aber ich warte auf euren Anrufe oder Melden. Auf jeden Fall, wir lernen heute die letzten Shiur für dieses Jahr. Kreis 2. Bewahre deine Zunge, damit sollst du lang leben. Es gibt 14 Gebote, um Gutes zu reden. Gedenke das, was Hashem, dein Gott, hat gemacht, Miriam, beim Auszug von Ägypten. 5. Buch Mosche 24, 9. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, 3. Buch Mosche 19, 18. Mit Gerechtigkeit sollst du deinen Freund richten, 3. Buch Mosche 19, 16. Wenn dein Bruder wird fallen, unterstütze ihn, gib ihm deine Hand, 3. Buch Mosche 25, 35. Kritisiere, hinweise zum richtigen Weg deinen Bruder, 3. Buch Mosche 19, 17. Du sollst lernen, an Hashem, an seine Wege anzukleben und so wie ihm werden. 5. Buch Mosche 10, 20. Und mit der Schitti raus, sollt ihr von meinem Tempel achten, was ihr redet. 3. Buch Mosche 19, 3. Von einem Kreis sollst du aufstehen, sollst du ein alter Mensch Kavot geben. 3. Buch Mosche 19, 32. Wie Kidashto sollst du dem Heiligen. 3. Buch Mosche 21, 8. Ehre dein Vater und deine Brüder. Das ist also Familie gut reden und ältere Brüder. 2. Buch Mosche 2, 12. Von Hashem sollst du befürchten. 5. Buch Mosche 10, Pasuk 20. Sollst du lernen, deine Söhne und denen reden in deinem Weg, wenn du sitzt, wenn du gehst auf dem Weg, wenn du schläfst, wenn du aufstehst. 5. Buch Mosche 6, 7. Von einer Lüge sollst du entfernen oder nicht, weiß es schon eine Lüge. 2. Buch Mosche 23, 7. Sollst du gehen in seine Wege. 5. Buch Mosche 28, 9. Diese Sünde, diese Gebote und Verbote haben zu tun in eine bedingungslose und bestimmte Zeiten. Auf jeden Fall, immer reden kann bringen zum Loschen Hore, zu schweren Sünden gleichzeitig. Also zweimal überlegen, einmal sagen. Wie sagt man in Deutsch? Zweimal messen, einmal hacken. Hat man gehackt? Dem Holz zu spät. Achten. Shana Tova Metuka und Toda Rabba. Leitraot.